Wir sind jetzt angekommen in Bremm. Ja. Am Stellplatz Osterfranzen. Ja. Und das ist ein, wo bist du denn da? Und das ist ein Top-Stellplatz 2020. Wobei ich mir jetzt noch gar nicht so sicher bin, ehrlich gesagt. Aber gut, wir lassen es nochmal auf uns wirken. Ja. Ist alles ein bisschen eng und ja, klein. Moseltalblick, aber kein Blick auf die Mosel. Da oben, Moment, da soll wohl der steilste Weinberg Europas sein. Da oben ist auch noch ein Gipfelkreuz. Ja, wir gucken einfach mal jetzt, wir wollen mal ein bisschen in die Stadt gehen, ne? Oder durch die Stadt gehen. Zum Aussichtspunkt? Zum Aussichtspunkt Moselblick. Moselschleife. Moselschleife, so heißt es. Und da würden wir uns dann auch nochmal wieder melden, beziehungsweise, wenn was Schönes ist, hauen wir auch noch unterwegs die Kamera an. Aber auch hier Obstbäume, schön. Ne? Platz ist auch direkt am Weingut Osterfranzen. Ja. Ja, wir gehen jetzt einfach mal los. You should know I'm not like others. You should know I'm not the one. If you trust me with your feelings, I will make you wanna run. Only in my dreams, only in my dreams, I play fair, I don't make you leave. Oh, oh my God. So und da oben, wo die Fähnchen wehen, da wollen wir jetzt hin. Der Einstieg. Und ich glaube Kalmont Klettersteig. Ja. Der geht da hoch, da hinten lang. Ja. Sehr weit auf jeden Fall. Mann, ist das schön hier. Ja, Deutschland ist auch schön, definitiv. So, jetzt gehen wir mal wieder runter, glaube ich. Unten eine Promenade mal längs gehen. Ja,
Das ist der Aussichtspunkt Moselschleife. Geht's schöner? Mal ehrlich, jetzt geht's schöner. Ja, der Aufstieg ist eigentlich für jedermann machbar, glaube ich. Ja. Selbst für Kinderwagen und Co. Ja, ja komm, das geht. Das geht. Die grobe Bereifung drauf. Nein. Ach, das ist okay. Das ist jetzt kein wahnsinniger Anstieg. Nein. Also bis zu dieser Moselschleifenblick da. Wenn du da ganz hoch willst, zum Klettersteig, dann ist das schon eine andere Nummer, aber so ja, ist das okay. Da wird Trittsicherheit gefordert und Schwindelfreiheit. Also nichts für. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch so einen Strauß und so eine Wirtschaft finden. Ja. Was? Ja. Eine kleine Schorle vielleicht noch. Ah, so eine kleine. Ja. Morgen. Guten Morgen. Aus Brem. Topplatz 2020. Ja, entspricht nicht unserer Meinung, ja. Sagen wir es mal so. Ne? Also Topplatz sehe ich was anderes und ich glaube du auch. Ne? Ja, also bevor wir jetzt abhauen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kriterien sind für einen Topplatz, ehrlich gesagt. Ja. Was mich jetzt hier aber schon stört, ist sehr, sehr eng. Ja. Du kriegst teilweise die Markise nicht rausgefahren. Also wir haben jetzt gestern nochmal umgeparkt. Ja. Uns woanders hingestellt, auf den gleichen Platz, aber neben ja, so einen Einzelplatz. Hier gibt es aber auch Plätze, die sind sehr, sehr eng. Ja. Also ich sehe da gerade, ne, also die mit ihren, weiß ich nicht, Markisen. Also wenn du hier das Fenster aufmachst, dann kannst du den Teller durchreichen. Wahrscheinlich ist es aber, liegt es nicht daran, sondern vielmehr die Lage. Du hast hier natürlich keinen Moselblick. Du bist hier am Hang in den Weinberg drin. Das ist schon relativ schön, gar keine Frage. Es ist ruhig. Sehr ruhig. Sanitäranlagen hast du hier. Aber was dann wiederum ein bisschen komisch ist, die Fähr- und Entsorgung. Grauwasser und Toilette, die ist mitten in der Einfahrt. Also wenn du da jetzt drin stehst, kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Ist ein bisschen eigenartig, aber gut. Soll jeder meinen, wie er will. Ja. Wir finden ihn nicht so toll. Er ist nicht schlecht, keine Frage. Also haben wir schon mal schlechtere gehabt, ja, aber ist jetzt nichts, was uns vom Hocker reißt. Wir wollen aber auch nicht zerreißen hier. Nein. So, die Stadt ist ja relativ schön, haben wir ja gestern schon gesehen oder habe ich ja schon gezeigt. Und die Moselschleife und so, alles super, das ist ja alles ganz schön. Ja. So, Preise, Schatz, da bist du jetzt. 16 Euro. Strom kostet 50 Cent. 0,85 Kilowattstunden. Entsorgung ist umsonst. Versorgung, also Wasser kostet auch wieder. Ich habe jetzt nicht geguckt, was. Auf jeden Fall kostet Versorgung auch wieder. Wieder 50 Cent, 1 Euro. Hund 50 Cent. Und also zwei Personen sind inbegriffen. Jede weitere Person kostet auch nochmal extra. Wir werden jetzt weiterfahren. Genau. Ist der Platz nicht bis 12 Uhr verlassen, gehen wir davon aus, dass Sie einen weiteren Tag an unserem Weingut verbringen werden. Ja, ist auch korrekt. Also bis 12 Uhr muss er runter sein. Schaffen wir. Naja. Kriegen wir hin. So. Ja, wir hauen jetzt ab.
Genau. Wir hauen jetzt auch ab von der Mosel. Mhm. Es geht strange nach Hause. Also mit kleinen Umwegen. Genau. Aber schon mal die grobe Richtung. Ja. Also das war's von der Mosel. Sehr schön. Ja. Sehr. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Schön. Ja. Also kann man auch mal ein langes Wochenende machen. Ja, weil ich sag mal, es war jetzt auch sehr heiß hier überall. Man konnte nicht so viel machen. Ne? Ich meine, der Hund hat uns ein bisschen ausgebremst. Ich meine, wir selber waren ja auch so ein bisschen ausgebremst. Weil ich sag mal, bei der Hitze durch die Weinberge stapfen, das muss nicht sein. Muss nicht sein. Da kann man auch mal, wir haben ja Urlaub, ne? Ja. Genau. Nein, gut. Aber ansonsten sehr schön. Ja. Wir fahren jetzt zu einem Mar. Schalkenmeeren. Am Schalkenmeerener Mar. So nämlich. So, Attacke. Genau. Los geht's. I belong to you. Do just what you want.